Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Serious Sam Before the First Encounter. Wir befinden uns immer noch im allerbesten Level aller Zeiten. Period. Spinnen gehen uns hier auf den Sack. Eigentlich geht uns in dem Level gerade alles auf den Sack. Man könnte daran festhalten, dass das ja das finale Level ist. Echt jetzt? Ja, und dann plötzlich um. Ne, das ist eine andere, ich wollte gerade sagen. What? Wo will die denn hin? Na ja, gut, soll mir egal sein. So, was sammeln wir ein? Ich rechne sowieso jeden Augenblick damit, dass dann wieder 5000 Gegner vor mir spawnen. Zurück in den Discount mit dir. Minderwertiges Monster. Oh, das war jetzt politisch inkorrekt. Ha? Ach, speichern. Ich wollte gerade sagen. Hoppala. Oh, surprise. Die Spinnen kommen direkt von mir aus dem Boden. Gleich kommt die Stelle, von der ich gesprochen habe. Der obligatorischen, es wird noch schlimmer Stelle. Okay, dann kann er umgucken. Die setzen wir jetzt auch rein. Perfekt. Ich sollte aber vielleicht zurückgehen und meine Raketen ein wenig auffüllen. Ich bin fort mit euch. Ja, super. So, fort mit euch. Oh Mann. Laufen. Ey. Dios, Dio, Ei, no touches. Spinnen! Arachnidenmonster! Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Nicht vergessen. Ah, ich höre schon wieder Schritte. Okay. Mehrere Schritte. Super! Mehrere Schritte. Mega. Mein Mega Devastator volles halte ich jetzt für ein Gerücht. Wie soll man die denn treffen, wenn die so laufen? Nachladen! So, da. Hopp. Rockets for Days. Rockets for Days. Und natürlich die 10.000 Spinnen. Nicht vergessen, die technisch gesehen nicht mal die Herausforderung an der Sache sind. Zwingen mich halt einfach nur mal weiter rückwärts zu gehen, weil es so viele sind. Ah, ich habe schon wieder einen Biomech. Hast du dir so gedacht? Nö. Ja, da haben wir unseren Hanibu. Mehrere davon. Oh Mann. Zurück. Spinnen.
Biomechs hier sind auch mittlerweile nicht gerade sonderlich hilfreich. So. Ich höre direkt den nächsten. Einfach in die Menge, einfach in die Menge. Wo kommst du denn her? Da, für euch. Für euch alle. Da statt er mal stehen bleibt. Nein, der läuft einfach weiter. Komm, ich würde sagen, nimm schneller diese verdammten Raketen aus der Box. Oh, verdammt. Okay. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Sick Moves, Sick Moves. Ah, okay. Keine gute Idee. Boomstick für euch alle. So. Das ist auch ein sehr stylischer Move. Einer läuft auf dich zu, du denkst, der greift dich an und der dahinter spuckt dann schnell. Und ich höre gerade keine Biomechs mehr, deswegen werde ich jetzt mal wieder blinde Raketen dahin feuern. Scheinen jetzt gerade alle gewesen zu sein. Überall Einzelteile. So, Devastator. Anscheinend ist der Granatenwerfer voll. So, hier scheint nichts zu sein. Aber Kanonenkugeln sind hier. Kanonenkugeln kann man immer Spaß haben. Cannonballs. Sind die Burner Wall nicht auf? Ist fast voll. Ich meine, jetzt gleich kommt sowieso die härteste Stelle dann. Und ja, ja, das ist sie. Oh shit. Witches Love Cannons. Außer der anscheinend nicht. Der hat nicht mal Schaden durch die Attacke bekommen. Okay, dann ja. Scheiße. Hat mich die. Oh shit. Weg. Gut, was soll? Syrianischer Werwolle? Nein, kein syrianischer Werwolle. Gott sei Dank, ja. Hört sich an, als ob der von der Seite hier kommt, weil geht ja gar nicht. Granaten sind eigentlich
voll. So. Da kommen sie. Es ist immer schön, dass dieses Spiel mal so einen schönen Mittelfinger für die Spieler hat. Deckung. Oh. Sick moves, bro. So, wo sind die denn überall? Wow. Ich. Syrianische Werwolf. Irgendwo kommt anscheinend immer einer aus einer Ecke. Oh shit. Der Move ist einfach nur assi, wenn ich das mal so erwähnen darf. Machen wir wieder ein. Syrianische Werbullen und Biomax. Wenn wir aufhören würden, mehr von den syrianischen Werbullen zu kommen. Obwohl wir schon dabei sind, können auch ruhig Biomechs aufhören zu kommen. So. Hier hast du ein paar Raketen zum Knabbern. Der ultimative Kampf gegen Mental. Den man dann technisch gesehen schon zum... Bist du nicht auf was? Jetzt. Zum dritten Mal. So. Super. Syrianische Werbullen und noch mehr Biomax. Oh! Mr. Matador! Und ich höre direkt die nächsten Klapperschritte. Zack, zack, zack. Oh, wow, 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 wow. Rob. Haben wir hier vorne was zum Einsammeln. Devastator Granaten. Ja. Sunshine, Minigun, Kiste, die nur da ist. Warum steht das ganze Zeug überhaupt hier? So, denkt nicht, dass wir jetzt schon das hier gemeistert haben. Wird noch schlimmer. 1 und 2 und 3 und 4. Lustig, dass die Raketen mir voll viel Schaden machen, wenn ich von meinen eigenen getroffen werde. Aber da können zwei nebeneinander sein, der andere kriegt nur die Hälfte vom Schaden ab. Gut zu wissen. Gut, an der Stelle werden wir den Part beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode. Ciao.